Das Dschungelcamp 2018 wird als das vielleicht menschenverachtendste Camp ever in die Geschichte des Dschungels eingehen. Und einmal noch. Ah, ich hab's leider nicht geschafft. Ich muss hier raus. Jenny hat halt leider gar kein Potenzial. Ich finde, sie ist so geschmacksneutral. Oder wenn man es vergleicht mit dem Weichspüler. Wenn du mein Kind anfeindest, dann feindest du auch die Mutter an. Das ist doch ganz klar. Die Iris möchte ja selber gerne berühmt sein, ne? Schafft sie aber nicht, weil sie einfach zu alt ist. Kann mich auch erinnern, dass ich auch wegen ihr, glaube ich, echt geheult habe. Fight Round 2. Da geht's ab. Das ist kein Spiel. Guck mal, sieht das toll aus. Jenny ist es tatsächlich geworden. Mensch, das wird ja eine richtige Promi-Familie. Wir versuchen hier gerade das blaue Chaos abzukriegen, aber Dirk, es wird nichts. Nee, Daniela ist für mich der Dschungelkönig der Herzen. Das ist aber Tierquälerei, oder? Ja, das finde ich. Martin Kesici, man kann von ihm denken, was man will. Aber was ich richtig heftig fand, war Adam sucht Eva. Mit leichtem Bierbauch und hängendem Puller, da ist doch nicht schlimm. Das war wunderbarer Urlaub, auch noch bezahlt. Ich meine, was willst du denn mehr? War immer Alkohol da? Nicht jeden Abend, aber jeden zweiten, würde ich sagen. Erträgt man das nüchtern? Nein. Wenn er so liegt und das Ei hinten so rauskommt, wie so ein Luftballon, den du so drückst, dann ist nicht so schön. Wow. Warst du bei Adam sucht Eva geil? Musste mich ein, zweimal schon beherrschen, bei gewissen Berührungen mit der Eva, mit der ich da so ein bisschen Kontakt hatte. Da geht's ab. Ich bin mal wieder fürchterlich enttäuscht. Weder Katja noch Juliana haben Brüste gezeigt. Es sind wieder keine Titten im Cam. Die Strategie ist ausziehen. Ich verstehe das nicht. Ja, guck mal. Krass. Okay. Du musst mir versprechen, solltest du jemals in den Dschungel gehen, musst du Brüste zeigen. Ich zeige meine Brüste, mach dir keine Sorgen, Schatz. Es frischt so ein bisschen auf, ne? Wenn man mal eine Brust sieht. Omnibapü heißt? Schwarz. Ja, richtig. Man sollte einfach mal vernünftig mal casten. Das war ja nichts Innovatives, also das war ja nicht was ganz komplett Neues. Ich erwarte 2019 Harald Glöckler, Matthias Rhein oder K1 im Dschungel. Uri Geller, Detlef die Soest und die Bachelorette. Ich wünsche mir für Dschungelcamp 18? Ja, 19. Hälfte Promis, Hälfte normale Leute, einfach mal und die Bam. Also ich bin eigentlich recht zufrieden. Ich würde mir wünschen, dass die Prüfung ein bisschen aufregender sind. Es war schon ein bisschen fad. Nun kann man darüber streiten, liegt das an den Kandidaten oder liegt es daran, dass sich das Format gut gelaufen hat. Irgendwann hat ja so eine Sendung den Zenit überschritten. Möglicherweise ist das jetzt so. No way, Alter, da hört's bei mir auf. Bist du dabei? Das ist prima. Viva Colonia! Ah, hervorragend! Tschüss.